Jetzt geht es vom Freisinger Domberg in die südlichen Alpen. Südtirol steht in der Beliebtheit der Deutschen und speziell der Bayern ganz oben. Fast schon vergessen aber dabei ist, dass auch im sonnigen Südtirol vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg tobte. Im Jahr 1915 hatte das Königreich Italien dem Habsburgerreich den Krieg erklärt. Genau ein Jahrhundert später werden jetzt vom Südtiroler Schützenbund auf den Gipfeln des Ortlermassivs und der Dolomiten Gedenkkreuze aufgestellt zur Erinnerung an vermisste und vergessene Gefallene. Denn viele der damals Standschützen genannten liegen immer noch unter Schnee und Eis begraben. Diese Gedenkaktion entlang der ehemaligen Frontlinie empfinden die einen wie einen Kreuzweg. Andere hingegen sehen in den Kreuzen eine Provokation Ewiggestriger, die damit nur alte Wunden aufreißen würden. Oder ist es einfach nur ein letzter Dienst der Pietät und des Totengedenkens? Michael Wandt hatte am Stilfserjoch eine Südtiroler Bergsteigergruppe angetroffen und ist mit ihr zu einer dieser Gedenkaktionen aufgebrochen. 25 Kilogramm wiegt diese eiserne Last. Der Schornsteinfeger Christian Eberharder nimmt sein Kreuz auf. Mit seinen Freunden geht er auf eine Zeitreise, bergauf und 100 Jahre zurück. Die Seilbahn überquert die Schlachtfelder von damals. Sie bringt die Skifahrer hinauf zum ewigen Schnee. 8 Südtiroler gehen zu Fuß. 3 Stunden dauert ihr Aufstieg hinauf zur ehemaligen Front. Schon damals versorgten Materialseilbahnen die Gebirgstruppen mit Waffen und Munition. Längst ist wieder Frieden eingekehrt. Das Gedenken an diese Zeit ist noch lebendig. April 2015. Der Südtiroler Schützenbund ruft Schützen aus Bayern und ganz Tirol zum Gedächtnisgottesdienst nach Bozen. Eiserne Gedenkkreuze sollen an die vergessenen gefallenen Standschützen des Ersten Weltkriegs erinnern. Um der liebe Christi willen höre auf unser Gebet und segne diese Kreuze. Jedes der 65 Kreuze steht für einen umkämpften Frontabschnitt. Viele Opfer sind noch gar nicht geborgen. Die weiße Hölle am Ortler. Auf 4000 Metern tobt damals ein Krieg gegen den Feind und die Naturgewalten. Ich fühle es als Verpflichtung an unsere Ahnen, die dort oben gekämpft, gelitten und gestorben haben, zu erinnern. Und ich denke, das ist eine schöne Sache, dort hinaufzugehen, gerade dort, wo sie eben dies ihr eigenes Martyrium erlitten haben. Aufstieg zur Hohen Schneid. Auch dort verteidigten die Standschützen die Grenze gegen Italien. Eines dieser gesegneten eisernen Kreuze soll jetzt dort am Gipfel aufgestellt werden. Ist das heute noch sinnvoll? Allerdings haben wir ja hier Kreuze aufgestellt und keine Grenzpfosten. Und Kreuze erinnern und rufen zum Gebet auf und sind ein deutliches Zeichen des Schmerzes. Gletscher boten Schutz vor Beschuss. Zugleich dienten Stollen im Eis zum Angriff. Wer dieser Männer überlebte wohl den nächsten Tag? Eisbruch und Lawinen lauerten überall. Auf der Hohen Schneid standen die Soldaten in Rufweite zum Feind. Für Gott, Kaiser und Vaterland sollten sie ihr Leben geben. Geistliche beider Seiten segneten Waffen, stärkten den Kampfgeist. Heutzutage käme, glaube ich, in unseren Breiten kein Mensch mehr auf die Idee, Waffen zu segnen. Ich möchte aber meinen Mitbrüdern von damals keinerlei Vorwurf machen. Denn sie standen in einer anderen Zeit. Es galten andere Maßstäbe. Und insofern wäre es zu einfach, mit dem Finger auf sie zu zeigen. Kaiserwetter im Kampfgebiet. Genau hier am Grat auf 3400 Metern Höhe verlief die Frontlinie zwischen Freund und Feind. Selbst ein Jahrhundert später sind die Spuren noch überall sichtbar. Diese Schrapnelle zerfetzten Körper. Projektile durchschlugen Stahlhelme. Maschinengewehre mähten Menschen nieder. Das sind eigentlich ganz normale Granatsplitter. Die findet man massenweise. Die schmelzenden Eismassen geben ihr schauriges Erbe preis. Also es sind Vermisse noch unter dem Eis. Es kommen auch alle Jahre kommen wieder ein paar Führer. Also erst vor 6-7 Jahren sind gleich 3 österreichische Soldaten zum Vorschein gekommen. Ende des Kreuzweges.
Die beiden Finchgauer montieren ihr Gedenkkreuz aus Eisen. Auch ihre Vorfahren haben hier oben gekämpft. Der gefallenen Standschützen zu gedenken, sie sehen es als ihre Pflicht. Aus einem vor kurzem gefundenen Brief eines Gefallenen. Dies war sein letztes Gebet. Sieh, oh Gott, ich habe dich niemals angeredet. Aber jetzt möchte ich dir guten Tag sagen. Ich musste an diesen höllischen Ort kommen, bevor ich Zeit hatte, dein Angesicht zu sehen. Ich höre das Signal. Wohl, oh Gott, ich habe zu gehen. Ich habe dich gern, das sollst du wissen. Sieh, es wird einen harten Kampf geben. Wer weiß, vielleicht komme ich zu deiner Wohnung diese Nacht. Ich habe jetzt zu gehen, Gott, auf Wiedersehen. Sonderbar. Seit ich dich traf, habe ich keine Angst, zu dir zu kommen. Der Fahneneid trennte Freund und Feind. Gemeinsam waren ihnen Glaube und Gottvertrauen. Und es hat auch entsprechend im Ersten Weltkrieg noch entsprechend menschliche Momente gegeben. Wie es auch an der Dolomitenfront war, dass sie sozusagen miteinander Weihnachten gefeiert haben, zumindest gemeinsam gesungen haben da oben, um dann wieder sich gegenüberzustehen, weil einfach klar war, ja, ihr seid Leute, wir sind Leute und wir haben halt hier zufällig die falsche Position. Wie soll man trauern? Ich meine, wenn ich auf den Friedhof gehe, zum Beispiel zu Allerheiligen, da gedenke ich auch in erster Linie meinen Verwandten, Verstorbenen. Und die wollten auch einmal wirklich unseren Vorfahren gedenken. Das schließt nicht aus, dass wir trotzdem ein ehrendes Gedenken für alle Gefallenen hochhalten. Übrigens, auch viele Bayern und Württemberger wurden damals Opfer dieses Alpenkrieges. Sie standen als verbündete deutsche Hilfstruppen an der Seite der Österreicher.